Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Wir machen heute diesen russischen Zupfkuchen hier und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir beginnen zuerst mal mit dem Teig. Hierzu brauchen wir etwas Mehl, das gebe ich mal in eine Schüssel. Danach kommt noch etwas Zucker obendrauf, noch etwas Butter, die schneide ich mal hier in so Stücken hinein. Bitte darauf achten, dass die relativ warm ist, damit sich die auch gut verteilt. Noch etwas Kakaopulver, noch ein Ei. Bitte schauen, dass nicht die Hälfte daneben geht, wie bei mir. Und dann kommt das Ganze auch schon in die Maschine und wird gut verknetet. Ich lasse das hier relativ schnell laufen, hat ungefähr so 2-3 Minuten gedauert, dann war der Teig schön gleichmäßig. Schaut am Ende ungefähr so aus, ihr seht es hier schon. Den Teig könnt ihr jetzt vom Haken entnehmen, einfach runterkratzen. Danach holt ihr euch auch mal eine Springform. Ich habe hier ca. 26 cm Durchmesser. Tut ihn mit etwas Butter gut einfetten. Darauf achten, dass die Ränder auch schön eingefettet sind, damit sich nachher alles gut löst. Dann nehme ich jetzt ungefähr 2/3 von meinem Teig und drücke den hier hinein, damit er sich schön verteilt. Die Ränder drücke ich leicht hoch, also so an den Rand hinschieben. Dann gibt sich da so 1-2 cm Rand, das passt dann schon. Schaut es bei mir am Ende so aus. Hier seht ihr mal, welcher Teig noch übrig ist, das reicht auch. Dann mache ich gleich mal mit der Füllung weiter. Hier kommt erstmal ordentlich Zucker hinein. Danach noch etwas Butter. Die Butter hier sollte wirklich schön Zimmertemperatur oder etwas wärmer sogar sein, denn die muss sich schön auflösen. Jetzt kommen noch ein paar Eier, das sind eine ganze Menge, ich brauche hier insgesamt 4 Stück. Gefolgt von dem Magerquark, einer Packung Vanillezucker und noch einer Packung Vanillepudding. Alles schön hineingeben und dann ab in die Küchenmaschine. Ich zeige euch dann auch gleich mal, was nicht passieren sollte. Also mal schön einschalten, volle Pulle, alles gut vermixen, damit das schön gleichmäßig wird. Und ihr seht dann schon, das Ganze spritzt ziemlich, also es wird zum einen eine Riesensauerei. Ihr solltet das auf jeden Fall abdecken. Und zum anderen, wenn ihr die Maschine öffnet, seht ihr hier auch noch, da gibt es so Klumpen. Meine Butter war nicht so ganz weich, also das sollte besser sein. Bitte wirklich warme Butter nehmen. Zum Glück habe ich hier die Kenwo Cooking Chef und kann das Ganze noch etwas erwärmen. Also ich habe jetzt hier meinen Spritzschutz oben drauf. Ihr seht schon, der ist auch ordentlich dreckig. Hab die Temperatur etwas hochgedreht, ungefähr auf 50 Grad. Und dann wird das Ganze jetzt auch schön warm. Dann lasse ich das nochmal gut verrühren, öffne das mal wieder, nehme den Spritzschutz hier mal ab. Natürlich ist alles außenrum schon dreckig, da ich den zu spät drauf gemacht habe. Und ihr seht schon, die Klumpen sind weg. Also nehmt warme Butter, dann kann das nicht passieren. Die Masse gebe ich jetzt hier auch gleich mal rein. Die läuft jetzt natürlich wunderschön, die ist ja etwas leicht warm geworden. Einfach schön hineinlaufen lassen. Dann nehmt ihr den restlichen Teig, schaut bei mir ungefähr so aus, und drupft den einfach kreuz und quer hier hinein. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch natürlich auch kleine Teigschlangen reinlegen, wenn ihr irgendein Muster haben wollt. Ich rupfe das jetzt alles mal. Etwas lasse ich übrig, da es mir dann zu viel Teig war. Zu viel habe ich auch immer nicht so gern drin, aber das ist natürlich Geschmackssache. Schaut jetzt am Ende so aus. Wunderbar. Auch die Höhe von meinem Rand passt ganz gut. Die ganze Sache kommt jetzt in den Backofen bei 175 Grad, Ober- und Unterhitze im gut vorgeheizten Backofen für so ca. 60 Minuten. Ich habe das dann nach ungefähr 45 Minuten abgedeckt, da das bei mir etwas dunkel wurde. Das kommt aber natürlich immer auf euren Ofen an, ihr könnt es auch schon nach einer halben Stunde abdecken, je nachdem wie ihr das möchtet. Ich lege da einfach immer so eine Backfolie drauf und dann ist die Sache erledigt. Jetzt entnehme ich das mal wieder, hier erstmal die Backfolie runterziehen und dann ist der Kuchen da drunter. Der kommt jetzt natürlich auch noch raus und den lasse ich jetzt mal gut auf der Arbeitsfläche abkühlen und entnehme ihn erst anschließend. Bitte wirklich auskühlen lassen, denn sonst kann es sein, dass euch das ganze Teil zerfällt. Jetzt ist er etwas abgekühlt, nochmal unten getestet, das funktioniert alles. Dann öffne ich mal den Ring, geht auch wunderbar. Da klebt jetzt nichts irgendwie fest, hat sich ganz gut gelöst. Dann nehme ich mal hier noch den Kuchen und gebe den hier auf so einen Teller. Einfach mal hier mit so einer Teigspachtel drum rumfahren und dann müsste sich das Ganze auch schon lösen lassen. Zack, zack, zack und drunten ist es. Der Kuchen ist jetzt fertig. Mir passt die Farbe wunderbar, wenn es jemand heller mag, einfach etwas eher abdecken, wenn es jemand dunkler mag, etwas später abdecken, das ist natürlich Geschmackssache. Wir schneiden auch gleich mal ein Stück ab, einfach mal hier mit dem Messer schön rein, wir wollen ja natürlich mal sehen, ob da innen jetzt ein schönes Muster ist. Dann entnehme ich das auch gleich mal und ihr seht schon, hier sind schön die Teigklumpen drin. Wunderbar verteilt, die Masse ist gut durchgebacken, die Teigklumpen in der Mitte sind gut durchgebacken. Man hat immer ein verschiedenes Muster, egal von welcher Seite man das Stück Kuchen betrachtet. Es ist praktisch immer ein Überraschungsteigstück noch mit drin. Wir probieren das auch gleich mal. Schmeckt super. Im Endeffekt ist es ja ein Käsekuchen mit etwas Boden noch hereingerupft. Aber dadurch, dass der Teig mitten in der Füllung ist, bleibt er auch noch etwas saftiger wie im Boden. Also schmeckt er auch etwas leicht anders. Und das macht sich natürlich immer gut.
Ich kann euch den Kuchen auf jeden Fall nur empfehlen. Man kann wenig falsch machen, wenn man schön warme Butter nimmt. Ihr könnt mir jetzt noch gerne ein Abo oder einen Daumen da lassen. Natürlich mir auch was in die Kommentare schreiben, welchen Kuchen ihr immer gern zu Hause macht. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.